Sieh mal, Mayu, da ist der See. Unglaublich. Sieh dir all die Kristalle an, die aus dem See ragen. Ist das der See, an dem Tobutz lebt? Hey, Mayu. Sieh mal her. Sieh nur, in der Mitte des Sees. Da ist eine Art Insel. Da ist jemand. Gehen wir hin. Hey, was ist da los? Das ist Reptain. Jetzt habe ich es. Das Zahnrad der Zeit. Nein. Du kannst es nicht nehmen. Niemals. Das habe ich in der Vision gesehen, die mir der dimensionale Schrei eingegeben hat. Die Vision, die ich hatte. Das war also doch ein Ereignis aus der Zukunft. Wer ist das? Tobutz? Wenn ja, dann steckt Tobutz in Schwierigkeiten. Helfen wir ihm! Schnell! Hier unten im See. Hier liegt das Zahnrad der Zeit, nicht wahr? Na gut, Tobutz ist dein Name, richtig? Entschuldige bitte, aber ich muss dieses Zahnrad der Zeit mitnehmen. Warte! Warte, Reptain! Du kennst meinen Namen? Der Dieb Reptain! Selfie und Wespe haben mir gesagt, dass du kommen würdest. Es wäre besser gewesen, ich hätte dich sofort angegriffen und aus dem Weg geräumt. Aber ich habe befürchtet, dass ich vielleicht verlieren könnte. Also habe ich einen narrensicheren Plan ausgetüftelt. Was? Was hast du gemacht? Boah, ein Beben? Der See ist von lauter Kristallen bedeckt. Es ist unmöglich, an das Zahnrad der Zeit heranzukommen. Reptain. Das Zahnrad der Zeit. Es ist für dich unerreichbar. Selbst wenn du mich besiegst. Du wirst niemals. Ich muss es haben. Und ich werde es bekommen. Ich brauche dieses Zahnrad der Zeit. Selbst wenn ich dich dazu aus dem Weg räumen muss, Tobutz. Halt! Du wirst das Zahnrad der Zeit nicht mitnehmen, Reptain. Ich will euch nichts tun. Geht mir aus dem Weg. Niemals! Ich gehe nicht! Ist das dein Ernst? Wenn du mir nicht aus dem Weg gehst, dann lässt du mir keine Wahl. Ich werde dich aus dem Weg räumen. Versuch nur, mich aufzuhalten.
Geh mir aus dem Weg! Ich kann nicht reden. Aber ich rühre mich nicht vom Fleck. Du weigerst dich? Dann habe ich keine Wahl. Nein. Thais ist in Gefahr. Aber ich kann mich nicht bewegen. Ich tue das nur für das Zahnrad der Zeit. Vergib mir. Stopp! Oh, Zwirfinst! Alles in Ordnung, Thais? Bitte, lasst mich das erledigen. Du? Es ist viel Zeit vergangen. Es war nicht leicht, dich zu finden, Reptane. Wie war das? Der große Zwirfinst kennt Reptane? Sogar hier hast du mich gefunden. Du bist wirklich hartnäckig. Du klebst an mir wie eine Klette. Reptane, diesmal kommst du mir nicht davon. Zwirfinst. Ich bin überrascht, dich in dieser Welt zu sehen. Aber ich bin bereit. Also wirst du kämpfen. So sei es. Aber kannst du gewinnen? Gegen mich? Reptane ist verschwunden? Dieses Schlitzohr-Reptane. Er hatte nie vor, gegen mich zu kämpfen. Vor mir gibt es keinen Kommen! Der große Zwirfinst ist auch verschwunden. Was ist geschehen? Ich begreife das nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht. Mir ist schwindelig. Ick, da sind sie. Hey, kommt bald euch. Mann, oh Mann, sie liegen am Boden! Hey, ist alles in Ordnung? Sie sind schwer verletzt. Schnell, wir müssen sie zur Behandlung in die Gilde bringen. Okay! Die Wolken über der Kristallstraße und dem Waldgebiet haben sich verzogen. Oh! Bist du wach? Wo? Ihr seid in eurem Crewroom in der Gilde. Ihr wart beide verletzt. Ihr habt die ganze Zeit geschlafen. Geht es dir gut, Mayu? Puh, zum Glück. Ich weiß noch, dass ich am Kristallsee ohnmächtig wurde. Anscheinend kann ich wieder sprechen. Ach ja, was ist mit Tobutz? Geht es Tobutz gut? Es geht ihm gut. Thais, im Vergleich zu euch war er nicht schwer verletzt. Es ist früher wieder zu sich gekommen und ist jetzt in der Gilde. Oh, großartig!
Ich bin auch froh, dass es euch auch gut geht, Thais und Mayu. Ich sollte den anderen sagen, dass ihr wach seid. Leute, sie sind wach. Wirklich? Wunderbar! Auweia, das sind wunderbare Neuigkeiten. Bin ich froh, wenn euch was zugestoßen wäre. Ich wäre... Uff! Ach, kommt schon, Leute. Macht euch keine Sorgen. Da fällt mir etwas ein. Ich muss euch etwas sagen. Hey, hey. Und was wäre das? Was? Was hast du gesagt? Du sagst, dass der große Zwirfels und Reptane... Du sagst, sie haben sich vielleicht schon vor all dem gekannt? Ja, es hörte sich so an, als sie kurz vor dem Kampf miteinander sprachen. Also... Und was? Und was ist dann aus Zwirfels geworden? Tja, Reptane ist entkommen. Also glaube ich, dass er dem Dieb gefolgt ist. Was? Der Notalarm? Hey, Dick, da! Was ist los? Magnetilo hat Alarm geschlagen. Oberwachtmeister Magnesaun ruft den Notfall aus. Wachtmeister Magnetilo, ruft mir zu, worum es geht. Sprich deutlich, bitte. Hört ihr mich? Dies ist eine wichtige Nachricht von Oberwachtmeister Magnesaun. Alle Pokémon sollen sich am Hauptplatz von Schatzstadt versammeln. Er hat eine wichtige Nachricht an alle. Alle Pokémon in der Gegend werden zu diesem Treffen gerufen. Nicht nur die Gilde. Das ist alles. Wir hoffen, dass sie erscheint. Vielen Dank. Was dann wohl los ist? Eine wichtige Nachricht? Was kann das sein? Hey, hey! Spekulieren bringt nichts, gehen wir einfach hin. Hey, hey, machen wir uns auf die Socken zum Hauptplatz von Schatzstadt. Kapitel 13: Das Geheimnis von Zwirfins. Oh, da! Die Gildenmitglieder! Also wurden sogar die Pokémon von der Gilde hergerufen. Wenn sogar sie geholt wurden? Dann muss die Sache wirklich ernst sein. Tobutz. Selfe. Wespit. Alles okay? Bist du verletzt? Nein, mir geht es gut. Und das Zahnrad der Zeit? Es ist im Kristallsee. Ist es dort so unbewacht sicher? Kann es nicht gestohlen werden? Es ist fürs Erste dort sicher. Das Zahnrad der Zeit liegt sicher unter einer schützenden Schicht von Kristallen. Es wäre nicht leicht, es zu stehlen. Hey, Zwirfinst! Ah, Thais und Mayu. Ihr seid in Sicherheit. Da bin ich erleichtert. Zwirfinst, ich bin auch froh, dass du wieder da bist. Danke, dass du uns gerettet hast. Also...
Was ist passiert? Was ist mit Reptane geschehen? Musst ihr hin? Ich habe Reptane verfolgt. Aber er ist mir entkommen. Zwirfinst? Am Kristallsee, als du mit Reptane gekämpft hast. Zwirfinst, du und Reptane schient einander zu kennen. Was war? Wenn ich unterbrechen darf. Der große Zwirfinst wird uns sagen, was er weiß. Und er wird auch über dieses Thema sprechen. Nun, versammelt euch bitte alle. Donnerwetter, warum wird es denn wohl gehen? Tja, wer weiß. Frag mich nicht. Alle sind hier. Daher würde ich nun gerne mit der Besprechung beginnen. Das Thema ist die Welle von Diebstählen der Zahnräder der Zeit. Es wurden schon mehrere Zahnräder der Zeit gestohlen von einem Pokémon namens Reptane. In den Regionen, deren Zahnrad der Zeit gestohlen wurde, steht seitdem die Zeit still. Dies ist ein ernstes Problem, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Reptane hat diesmal versagt. Er konnte ein Zahnrad der Zeit nicht stehlen. Es wurde erfolgreich beschützt. Wow. Das ist doch schon mal was. Und das heldenhafte Pokémon, das es beschützt hat, ist das mächtige Turbots. Und der Held, der Turbots gerettet und Reptane vertrieben hat, das war der große Zwirfenst hier vor euch. Das ist wirklich bemerkenswert. Kein Wunder, dass er so ein berühmter Kunde ist. Oberwachtmeister Magnezone. Leider muss ich unterbrechen. Natürlich. Bitte erzähle selbst weiter. Pokémon! Es ist zwar ein Grund zur Freude, dass wir dieses Zahnrad der Zeit beschützt haben. Aber Tatsache ist, dass Reptane weiter auf freiem Fuß ist. Deshalb dürfen wir uns nicht in Sicherheit wiegen. Reptane wird höchstwahrscheinlich erneut versuchen, das Zahnrad der Zeit zu stehlen. Und es gibt noch eine andere Angelegenheit, die mit all dem zu tun hat. Es ist sehr von Bedeutung, dass ihr über diese äußerst wichtige Angelegenheit Bescheid wisst. Ich würde sie euch nun gerne erklären. Zunächst einmal, Thais hat mir vorhin die folgende Frage gestellt. Und zwar, ob ich Reptane schon gekannt hätte, bevor all das geschah. Und ja, das stimmt. Ich kannte Reptane schon vor all dem. Was ich euch gleich erzählen werde, wird euch womöglich völlig unglaublich erscheinen. Doch es ist die Wahrheit. Was ich euch nun erzähle, handelt von einer Gefahr, die gestoppt werden muss. Ansonsten droht eine Katastrophe. Ich bitte euch deshalb um eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Als erstes muss ich sagen, dass Reptane ist ein Pokémon, das aus der Zukunft hierher gekommen ist. Zukunft? Papi? Was meint er denn damit? Ich glaube, er
Er spricht von einem Ort, an dem genau nicht geschehen sind. Aber ist so etwas möglich? Ein Pokémon, das aus der Zukunft kommt? Reptane. Wird in der zukünftigen Welt ein berüchtigter Verbrecher sein. Auf ihn ist ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Um in der Zukunft nicht gefangen zu werden, ist er geflohen. Seine Flucht hat ihn in diese Welt geführt, in die Welt der Vergangenheit. In dieser Zeit angekommen, schmiedete Reptane einen Plan. Einen wahrhaft katastrophalen Plan. Was? Was für ein Plan? Keinen geringeren Plan als die Lähmung des Planeten. Die Lähmung des Planeten? Ja. Wenn ein Planet gelähmt wird, hört jede Bewegung auf ihm auf. Wenn ein Zahnrad der Zeit entfernt wird, verlangsamt sich der Fluss der Zeit in der jeweiligen Region. Je mehr Zahnräder der Zeit gestohlen werden, desto größer das Gebiet, in dem die Zeit langsamer fließt. Schließlich wird der Fluss der Zeit so langsam, dass sie ganz zum Stillstand kommt. Am Ende verfällt der Planet in einen Zustand vollkommener Lähmung. Wenn der Planet gelähmt ist, was passiert dann mit der Welt? In einer Welt, in der die Lähmung des Planeten eingetreten ist. Nun, es weht kein Wind. Und es wird nie wieder Tag. Es wird weder Frühling noch Sommer. Es ist eine Welt von niemals endender Dunkelheit. Man könnte es, ohne zu übertreiben, als den endgültigen Untergang der Welt bezeichnen. Den Untergang der Welt? Das passiert, wenn die Zahnräder der Zeit gestohlen werden? Dass die Zeit in letzter Zeit außer Kontrolle geraten ist. Das kommt auch davon, dass die Zahnräder der Zeit gestohlen wurden. Wenn noch mehr Zahnräder der Zeit gestohlen werden, wird diese Welt untergehen. Gut, das würde also passieren? Wie schrecklich! Wir müssen etwas tun. Hey, ich habe eine Frage. Es gibt etwas, das ich nicht verstehe. So? Was denn? Ich verstehe, dass wir es mit einem Problem zu tun haben. Aber was ich nicht verstehe... Nun ja, hey, das hat mit dir zu tun, Zwirfenst. Woher weißt du so viel, Zwirfenst? Ich meine, ich weiß, dass der große Zwirfels klug und weise ist. Und ja, ich respektiere dich sehr und so. Aber wie kannst du die Zukunft kennen, egal wie klug du bist? Gut, das stimmt. Jetzt, wo du sagst? Ah ja, was Krebsko sagt, ergibt durchaus Sinn. Unter normalen Umständen könnte ich diese Dinge tatsächlich unmöglich wissen. Also, wieso weiß ich das alles? Der Grund ist... Halt, stopp! Jetzt rede ich! Ich kann nicht reden! Ja, das wurde ja auch mal Zeit, ey.